Ich bin bereit. Erster Durchlauf, erster Tag, erste Kampagne, erstes Kapitel. Ihr seid perfekt da. Wenn ihr Bock habt, ein bisschen Horror mitzuerleben, dann seid ihr jetzt gerade perfekt on time für den Start. Danke. Dramatische Musik. Ruhe bitte, ich will die Story hören. Ruhe jetzt, Story. Aber wir sehen das gleiche mit diesen beiden ja. Dingern. Das ist halt Hallo, das Pat, ist der größte Kritikpunkt einer ganzen Reihe, dass man das nie checkt, ob beide an der gleichen Stelle sind. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das richtig schlimm. Why? Weil man dann sich nicht weiß, wann man miteinander redet. Okay, Kumpel, wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Ah, voll in die Rüstung gekippt. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Klar bin ich ein Kämpfer. Ich finde, die hat ein richtig gruseliges Lachen. Ich schaff das nicht. Ich sehe gar nicht, was bei dir passiert. Ich muss boxen. Ich bin gerade bei dem Wahrsager drin. Ja, ich box mich gerade. Oh, jetzt muss ich mich hier. Oh. Nimm mir das. Ah, nein, 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 nein. Das ist stressig. Lachs. Bin ich wohl sowas wie ein Karatemeister? Kein Problem. Ich müde mich mal kurz, ja? Klar. Erzähl deinen Freunden von mir, hm? Okay, Kumpel. Ich bin so krass. Ich bin so krass. Aber ich versuche auch den Hau den Lukas. Viel Glück. Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Was bin ich denn? Eine Bank? Ja. Okay, Alterchen. Was erwartet mich denn? Ach, lol. Fuck. Wird die Fahrt glatt gehen, gibt John mir das Geld zurück. Vielleicht eher das hier. Wie ist die Vorhersage für die Rückreise in die Staaten? Ruhige See? Oh je. Was hat sie denn? Das ist gut möglich, Modi. Sind wir mehr ein Hühnchen oder sind wir mehr Wasser? Wir sind ein Hühnchen. Es ist rot. Ich sehe nichts in diesem Stein. Nun, das ist eine Blume. Doch easy. Glaube ich. Scheiße. Verkackt. Ist doch easy. Ich hab's die ganze Zeit hingekriegt. In dem Moment, wo ich geredet habe, habe ich es nicht mehr geschafft. Zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Mann, Kalle. Ja, ich wollte noch eine Frage stellen. Ja, aber was gab's bei dir denn? Eine Rose, also eine Blume. Bei mir gab's Fisch. Warum kriege ich keine Blume in dem Spiel? Ich hätte jetzt gerne eine Blume von dem Spiel. Fisch ist aber auch geil. Ist das jetzt ein Glücksspiel-Stream? Ach komm. Wahrsagerei hat nichts mit Glücksspiel zu tun.
Man of Med. Beunruhigt dich das nicht, dass da riesige Totenköpfe drauf sind? Nö. Gut. Hey Mann! Hey, wo sind meine 50 Cent? 50 Cent? Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann! Hey! Zieh ab, Kumpel! Schubst mich nicht um! Alter! Ich glaube, man darf nicht trinken während militärischen Expeditionen. Ja, vielleicht nicht. Frankensteins Monster, Digga. Jetzt. Oh. Ich glaube, das soll nicht so. Hallo Reno, ich glaube, das soll nicht so. Ich hab's schon mal gespielt. So, okay, wir sind, glaube ich, an verschiedenen Orten, right? Yes, ich bin im Loch. Dann mute ich mich kurz. Jawohl. Ich hab's schon mal gespielt, aber ist schon lange her. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, nicht mehr wirklich. Und Kalle spielt's das erste Mal. Ist da jemand? So, was haben wir hier unten? Oh je. Okay, wir kriegen es erstmal nicht auf. Was haben wir hier? Einen Zettel. Und da können wir was lesen. Jawohl. Ich bin übrigens so eine Leseperson. Ich lese alles, was ich finde. Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, der sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhaftenden Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. 10? So ein Arsch. 10 Tage Haft. Bewilligt. Krass. Ich krieg das immer noch nicht auf. Auch nicht, wenn ich es nochmal probiere, oder? Nee. Auch wenn ich mächtig bin, nicht. Schade, Schokolade. Ich dachte, vielleicht, weil ich mächtig bin. Dankeschön übrigens, Shusha, für die 28 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Hier war doch noch was. Ich habe es gesehen. Ja. Hallo? Da ist es. Es ist jetzt zu leise. Ist so besser? Nein, ich war noch nicht so weit. Ich habe doch nur... Nimm es in die Hand. 10 Tage Haft für einmal saufen und einen Schubser. Bridge-Woche 27, Montag. Ephraim Miller, PVT, Diebstahl, erster Tag. Haft in Millers Spind wurde persönliche Gegenstände eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstände sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch. David Davids, Private. Unbefugter Zutritt, 2 Tage Haft. Hielt sich ohne Zutrittsbefugnis im Frachtraum 3A auf. Eklante Missachtung von Befehlen. Freitag. PFC Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Erster Tag Haft war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige des US-Streitkräfte ungemessenes Verhalten an den Tag. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche.
Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Warte mal, ich habe hier noch Sachen angeguckt. Du hast mich zu früh rausgeholt. Ich bin ja aber lang gelaufen. Ja, aber ich will hier nochmal rein. Ja, dann gehe ich auch nochmal kurz zurück. Warum? Weil da, glaube ich, noch ein anderer Weg war. Okay. Ich guck mir meinen Zettel hier noch fertig an. Warte mal, du gehst wieder zurück und fragst mich, warum ich nochmal zurückgehe? Ja. Was soll das? Ich find's spannend, dass auf dem offiziellen Zettel steht, dass ich einen Tag Haft bekommen sollte, aber auf dem anderen Zettel hat jemand mit Kugelschreiber 10 Tage Haft draufgeschrieben und es wurde bewilligt. Also hier ist jemand korrupt. Ja, ich habe einen Schlüssel gefunden. Und oh, nevermind, ich heiße einfach nur Joseph Roberts und nicht Dings. Ja, sorry. Ich habe einen Schlüssel gefunden und bei mir war in einem Schrank eine Leiche. Ich habe hier, glaube ich, was, wo du den Schlüssel reinstecken kannst. Okay. Soll ich meinen Schlüssel bei dir reinstecken? Hier ist Blut. Ich komme mal bei dir rein, ne? Mhm, aber klopf an vorher. Nee. Karl ist übrigens 31. Hier. Oh, hier ist ein Zettel, den man lesen kann. Ja, den habe ich schon gelesen. Aber du kannst den gerne nochmal durchlesen. Das ist einfach nur, wer war wie lang wo eingesperrt. Ah, okay. Und hier ist ein Blutfleck. Dann lese ich es jetzt nicht nochmal extra vor. Und der Zettel hier rechts ist einfach nur nochmal genauer, wieso ich eingesperrt wurde. Und das ist, glaube ich, ein Tresor. Ja, gehen wir zur Seite? Ja, ich gehe. Geh mal bitte. Ja, ja. Warte, ja. Gehen wir zur ja, ja. Nein, nicht zum Zettel. Mein Gott. Bist du nervös, weil du einen Schlüssel in der Hand hast? Mhm. Ich ein Schlüsselloch stecken möchte. Den du ins Schlüsselloch stecken möchtest? Mhm. Du Schweinl. Hä? Hallo Milan. Hey, du bist ein Schwein, die hast du schon gehört. Du bist ein Schwein. Nein. Doch. Nein. Aber einen Tresor öffnet man ja nicht mit dem Schlüssel. Man braucht eine Zahlenkombination, ist dir schon klar. Also ging der Schlüssel nicht zum Reinstecken? Da kann ich nichts reinstecken. Hast du es probiert? Ich hab. Ja. Hier ist Blut an der Wand, hast du das schon gesehen? Ja, habe ich dir auch schon vorhin gesagt, aber du hattest den Schlüssel in der Hand und hast nicht zugehört. Können wir bitte aufhören über meinen Schlüssel und über Dinge reden, wo ich ihn reinstecken soll? Aufhören. Du hast jetzt bitte angefangen. Nee. Ja. Oh Gott, das ist richtig unangenehm in der Kameraführung. Ja. Bist du hinter mir? Man merkt so ein bisschen. Ja. Oh Gott. Jesus Maria. Oh nein. Oh nein. Ganz ruhig. Hast du wieder Herzschlag-Scheiße? Mhm. Oh shit. Nicht verkacken, Pia. Jesus. Ist das Will Smith? Wie heißt er? Nee, von Stirb langsam. Ja. Nein, von Stirb langsam. Nee, schon Will Smith. Nicht Will Smith, wie heißt er denn? Bruce Willis. Ja, auch irgendwas mit Will. Er sah aus wie Bruce Willis, findest du nicht? Auch irgendwas mit Will. Ich bin schlecht mit Namen. Wenn man da verkackt, dann entdeckt er uns. Oh, hier kann man. Hier, vielleicht kann ich hier was reinstecken. Hast du nicht gesagt, ich soll damit aufhören? Ja. Okay, scheinbar nicht. Man merkt so ein bisschen, dass das Spiel ein paar Jahre älter ist als die anderen Teile, finde ich. Ja. Vom Movement her ist ein bisschen clumsy quasi, ja. Aber deswegen. Oh, wir sind gerade zurückgegangen. Oh, scheiße. Aber deswegen finde ich es umso cooler, dass wir jetzt erst das da machen und dann. Lil Hop. Lil Hop. Lil Hop. Lil Hop. Okay, hier vorne. Links, rechts, geradeaus. Ja, geh du mal vor. Was zur Hölle? Ich mag solche engen Räume gar nicht, ne? Solche engen Gänge und ich so. Auch ich finde das richtig anstrengend. Ja, ein bisschen gar. Oh shit! Was denn? Oh. Da ist jemand langgelaufen, hast du nicht gesehen? Nee, was schreist du so? Nee. Hä? Hast du es nicht gesehen? Nee, da war nix. Verarschst du mich? Da war nichts, legit. Doch, hier ist einer langgelaufen. Nein. Hier rein, doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Lüg nicht. Du willst mich nur erschrecken.
Hey, hast du es nicht gesehen? Jetzt mal ernsthaft? Hast du es nicht gesehen? Da war nichts. Du lügst. Da war nichts. Du lügst so hart. Allah. Hier stecke ich ihn ein. Nee. Oder? Hey, Charlie, hilf mal! Ich hab's verkackt. Du bist gescheitert, nochmal. Ja, ich hab nicht gecheckt, dass wir hier sehr noch mal ranrufe, viel Liebe brauchen. Ich bin halt schwach, Mann. Boah! Scheiße. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Mein Gott. Ich hab mich so erschrocken gerade. Alter. Der sieht nicht mehr so gut aus. Aber der ist frisch. Der ist noch frisch. Alter, ii. Dankeschön, Derek, für den Sub. Alter, wie einfach dieser Kopf hier. Alter, das sieht mega widerlich aus. Kann man hier links gehen? Nee, oder? Nee. Nee. Warum gehe ich eigentlich dauernd vor? Weil ich gesagt habe, du sollst vorgehen. Verdammt, noch eine Leiche. Sie sind alle tot. Scheiße. Buckley. Es war doch immer alles in Ordnung mit ihm. Er wollte sogar extra Wachdienst schieben. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Okay, hier vorne ist nichts. Hier kommt man runter. Bist du hinter mir? Ja, ja. Warum sagt mir das Spiel, wie ich schneller gehen kann? Damit wir hier nicht so lang schleichen. Also, wahrscheinlich müssen wir gleich abhauen. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Hier ist ein Schlüssel. Sieht so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Alter. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Okay. Einverstanden. Klar. Geht's hier wieso hoch an Deck? Kann ich meinen Schlüssel für nichts gebrauchen? Wie sah der Typ denn vorhin aus? Das war so ein Matrosenanzug, was er anhatte, oder? Wer? Ja, die Leiche, von dem ich der Schlüssel, den Schlüssel habe. Das weiß ich nicht. Ich habe den nicht gesehen. Oh, Scheiße, Digga. Was ist denn? Chuck? Alter, als ob du das nicht hast siehst. Hast du den Jungen da gesehen? Nee? Bist du okay? Du siehst es wirklich nicht, ne? Ich sehe nichts, sag Alter, ich doch. Alter, sind schon mehrmals jetzt diese irgendwelche Leute durchs Bild gerannt. Ja, warum schreist du mich an? Alter, wieder. Oh mein Gott. Junge, die Blicke sind aber auch irgendwie nicht so appetitlich. Kann ich mal ein bisschen schöner sterben, bitte? Oh, Scheiße. Warum kriege ich ein fucking Messer? Weiß ich nicht. Warum hast du eine Waffe und ich habe ein Messer? Weil ich besser ein Shooter bin vielleicht. Hä? Lüge. Nee. Lüge. Nein. 1v1 me. Nee. Ja. Oh. Bist du noch da? Nee, ich bin dahinter und hab was Frisches gefunden, was am Boden liegt. Nein. Scheiß drauf.
Wollt ihr keine Kinder kriegen? Oh, Jesus. Cool. Man hört dich nicht mehr, du bist ultra leise. Hallo, hört mich da draußen jemand? Was du gerade siehst? Einen Dude, der Mayday macht. Warum bist du denn so leise plötzlich? Hast du dich runtergeregelt? Nein. Was für ein ist das? Scheiße. Du musst dich wieder lauter drehen, Kalle. Also man ich habe nichts gemacht, Pia. Ja, aber ich du habe warst nichts verändert. Man hat dich wirklich gar nicht verstanden gerade mehr. Ja, aber ich habe nichts verändert. Also wirklich nicht. Weird. Dann hast du vielleicht nicht richtig ins Mikrofon gesprochen. Danke übrigens, dass du mich getötet hast. Habe ich? Nö, habe ich nicht. Glaube schon. Nein. Ich habe ein kleines Kind abgeschossen. Mhm. Saß dieses kleine Kind in dem Schrank? Ja. Mhm. Ja, wieso bist du auf einmal ein kleines Kind? Du warst eben noch der andere Typ. Cool. Wirklich, bei mir war es ein kleines Kind, das in diesen Schrank gelaufen ist? Ja, super. Und ich hatte Angst davor und hab darauf geballert, Digga. Du hast Angst vor einem kleinen Kind. Und das soll ich dir jetzt glauben. Und dann erschießt du das einfach. Naja, was soll ich jetzt machen? Naja. Wenn du das Kind gesehen hättest, hättest du auch drauf geballert. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, bei meinem Durchlauf genau die andere Seite letztes Mal gespielt. Und ich habe das kleine Kind nicht erschossen. Ja, ich schon. Ja. Das hat mich angeschrien. Das hat mir Angst gemacht. Okay. Ja, bei dem Prolog-Ding stirbt doch immer jemand. Ist doch nicht so schlimm jetzt. Oder darfst du jetzt nicht mehr mitspielen? Ja, es wird für mich vorbei. Ich wünsche dir viel Spaß. Du hast doch schon mal gespielt, oder was? Hab ich dir doch gesagt. Darüber hatten wir beim Gassi-Gehen gesprochen letzte Woche. Ich kann mir sowas nicht merken. Aber es ist bei mir ultra lang her, also ich kann mich nicht mehr wirklich an Dinge erinnern. Hallo. Und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Mhm. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben.
Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden Sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Heftige Ansage. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Heftig. Ich bin gespannt.